Ist ein paar vier. Moin, was ist los, Freunde? Euer Dr. Schlaf ist wieder am Start. Eine neue Runde, eine neue Wahnsinnsfahrt. Games to sleep to ist das Motto. Yo, heute mal kleine spontane Aktion am Samstagabend. Eigentlich hatte ich mich tierisch auf Zocken gefreut. Jetzt saß ich aber eben da und mir sind fast schon die Augen zugefallen. Und ich hatte irgendwie so gar keinen Bock auf Zock, keine Ahnung wieso. Hab ein bisschen Gran Turismo gefahren, aber das war mehr schlecht als recht, weil ich viel zu müde bin. Da habe ich spontan beschlossen, eine kleine Runde Golf zu spielen. Nichts Aufregendes, neun Loch oder so. Und dann habe ich gedacht, nehme ich euch doch gerade mal eine Runde mit. Kann ja nicht schaden. So, was haben wir denn hier? Wir haben eine Steigung von, heißt es 6,8 Yards oder 8,8 Yards? Ui, ich kann es nicht lesen. Meine Augen sind schon zu müde. Ach so, wird schon schief gehen. Jo, sonst, wie ist es euch ergangen? In den letzten Tagen, habt ihr gut geschlafen? Habt ihr die erste Sendung genutzt als Einschlafmittel oder nicht? Ich muss zugeben, ich habe sie einmal gehört im Bett liegend und konnte aber nicht schlafen, weil ich so konzentriert drauf war, was ich erzählt habe, und habe mich an ein paar Stellen so geärgert, weil ich natürlich einen Haufen Schrott erzählt habe. Ist ja klar, wenn man einfach so drauf loslabert, und konnte dahingehend gar nicht einschlafen. Oh, der war super schlecht. Ja, von dem her müssen, glaube ich, noch ein paar weitere Folgen her, bis ich richtig eingegroovt bin. So, jetzt aber. Yeah! Mein Avatar, seht ihr schon, ist so ein bisschen an, wie hieß der? Gab es so einen Pixar-Zeichentrickfilm, Animationsfilm, Mastermind? Megamind? Ne, Megamind. Ja, ist so ein bisschen an Megamind angelehnt. Das ist eine ganz lustige Figur. So. Warte mal, 141 Yards. Ja. Einfach mal drauf. Jo, ich habe mir überlegt, was ich euch erzählen könnte. Da ist mir eine kleine Anekdote eingefallen von der Arbeit, die erzähle ich euch nachher. Die hört ihr natürlich nur, wenn ihr dran bleibt. Boah, super Cliffhanger. Super Cliffhanger. 2, 4, 5. Machen wir mal. 9, 8, 9, 10 nach rechts und. Boah, das war zu schwach. Nein, 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 das war zu schwach. Nun gut. Mir soll's recht sein. Eieieiei. Das war aber mehr schlecht als recht, Freunde. Ja, kleine Anekdote von der Arbeit. Und zwar ist es ja so, dass man manchmal, wenn man auf der Arbeit ist, auch wenn man ein ziemlicher Heimscheißer ist, gezwungen ist, auf der Arbeit auf Toilette zu gehen. Was ja an sich schon für einen Heimscheißer wie mich eine unangenehme Situation ist. Jetzt erzähle ich schon wieder was Persönliches, aber gut. Ihr kennt mich ja nicht. Nee, also, wer scheißt nicht gerne zu Hause? Also ich glaube, jeder scheißt am liebsten zu Hause. Aber manchmal lässt es sich halt nicht vermeiden. Und dann scheißt man halt mal auf der Arbeit. Und da ich so einen typischen 9-to-5-Job habe, wie man in Frankreich sagt,
und man ja meistens tagsüber kacken muss und nicht nachts, kommt das natürlich öfter mal vor. So, auf jeden Fall neulich sitze ich da so in der Kabine und dann höre ich jemanden reinkommen. Immer eine unangenehme Situation, man gerade am Kacken ist und jemand kommt rein. Das will man eigentlich nicht. Also, was habe ich gemacht? Ich habe mich relativ leise verhalten, habe auf meinem Handy rumgedrückt und wollte abwarten, bis derjenige wieder geht. Ja, unangenehme Geräusche und Gerüche vermeiden und so. Kurz mal zwischengespült, aus Höflichkeit. Ja, auf jeden Fall habe ich am Husten und an der Art, wie derjenige gegangen ist, gemerkt, dass es mein Chef ist. Ich will jetzt hier keinen Namen nennen, deswegen nennen wir ihn... Wir nennen ihn Bird. Bird ist Amerikaner. Das muss ich dazu sagen. Tut eigentlich bei der Story nichts zur Sache. Aber es kann ja sein, dass die andere Gewohnheiten haben als wir. Ich habe keine Ahnung. Auf jeden Fall, ich sitze halt da auf dem Pott. Und jetzt habe ich vergessen zu zählen. Ich sitze halt auf dem Pott. So, 4, 6. Es geht nach rechts. Ah, ich mache mal hier so Freestyle. Ich sitze auf jeden Fall da, verrichte mein Geschäft und keine Ahnung, jeder hat ja so ein bisschen andere Angewohnheiten. Die einen brauchen länger, die anderen brauchen nicht so lang. Ich bin einer, der eher länger da sitzt. Liegt hauptsächlich dran, dass ich halt auf meinem Handy rumdrücke. Nun gut. Was war das für ein Rohrkrepierer? Ich sitze also da und drücke auf meinem Handy rum. Bird kommt rein, reißt die Tür auf, macht die Tür zu, reißt sich die Hosen runter, knallt sich auf den Topf, stöhnt kurz, plupp, 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 hier so richtig so, keine Ahnung, es klang wie Hasenknoddel, ja, so von der Konsistenz, rupft sich ein Blatt Toilettenpapier ab, kurz gewischt, steht auf, spült, zieht die Hose hoch und geht wieder raus. Ich habe da gesessen, das war vielleicht ein Act von, lass das mal 15 Sekunden gewesen sein. Der Typ kommt rein, reißt sich die Buchse runter, schwingt sich auf diesen Topf, scheißt, ungefähr so, plupp, wischt einmal kurz ab, steht auf, zieht die Buchse hoch und geht wieder. Wie, verdammt nochmal, wie schnell kann man überhaupt scheißen? Sowas habe ich ja noch nie erlebt. So, das Beste kommt ja noch. Ich habe mein Geschäft beendet, bin wieder an die Arbeit gegangen. Nächster Tag. Ich muss wieder kacken. Ich gehe auf die Toilette. Sitze da vielleicht seit 4 Minuten. Tür geht auf. Ich mache wieder das berühmte Zwischenspülprogramm, verhalte mich ruhig, gucke auf mein Handy, Facebook oder Star Wars Heroes, ich weiß es nicht mehr. Tür geht auf, ich höre es am Räuspern, es ist wieder Bird. Der zupft sich die Hose runter, dasselbe Spiel, plupp, 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 einmal gewischt, Hose hoch und raus. Ich raff nicht, wie der das macht. Und das Geile ist, das ist mir jetzt insgesamt, glaube ich, 3 oder 4 Mal passiert. Und jedes Mal dasselbe Spiel. Ich verstehe verdammt nochmal nicht, wie man so schnell scheißen kann. Das kann doch nicht normal sein. Jetzt erzählt ihr mir mal in den Comments, ob ihr sowas schon mal erlebt habt. Oder, wenn ihr wisst, wie das funktioniert, erklärt mir mal bitte die Technik. Das will ich auch können. Ich glaube, das ist eine super Kraft, ey. Ich glaube, wenn der ein Superheld wäre, dann wäre der Dr. Quick Scissor oder so. Unfassbar, wie man so schnell scheißen kann. Ich habe sogar schon überlegt, vielleicht ist der arme Kerl ja krank, hat einen Katheter und geht nur auf die Toilette, um den auszuleeren. Wischt es dann kurz mit einem Toilettenpapier den Schlauch ab oder so, spült dann und geht raus.
ich weiß nicht genau, wie ein Katheter funktioniert. Normalerweise hat man dann ja so einen Beutel, wo die Sachen gesammelt werden. Und man leert dann den Beutel aus. Aber das würde sich wahrscheinlich ja anders anhören. Und er müsste sich dazu ja nicht aufs Klo setzen. Oder muss man sich dazu aufs Klo setzen? Ich habe keine Ahnung. Ich kenne mich mit Kathetern nicht aus. Irgendjemand hier medizinisch bewandert, der eine Ahnung von sowas hat, dann bitte mal in die Comments. Also, es ist mir ein Rätsel. Naja, ist ein ganz schönes Scheißthema. Sollen wir über was anderes reden? Ich habe leider nichts zu erzählen. Oh je. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16. Es geht ziemlich schnell. Ah, ich würde sagen, noch einen für Good Measure, wie man in Frankreich sagt. Gefälle haben wir fast nicht. Probieren wir es mal so. Ah, schade. Sehr, sehr schade. Das wäre ein Igel gewesen. Es ist noch nicht vorbei. Der Sprecher ist gut. Ja, ich habe überlegt, wenn mein Duktus noch nicht einschläfernd genug ist, könnten wir ja mal so Themenabende machen, zum Beispiel Dialektabende, so bayerisch oder sächsisch oder pfälzisch. Ei, guck mal da, ja, ich bin's, der Dr. Schlaf. Jetzt passen wir auf, ihr hocken euch jetzt hin, am besten ins Bett neu. Ziehen die Decke über den Kopf, schäle die Ohrhörer neu und dann einfach nur zukehrt und eingeschlafen, gell? Das wäre doch mal was. Das hat dann so einen Daniela Katzenberger Charme. Vielleicht hilft euch das ja beim Einschlafen. Bam! Da haut er ihn aus dem Park. Habt ihr euch eigentlich mal diese ASMR-Sachen angeguckt? Dieses ASMR, wovon ich letztens schon mal erzählt habe. Wo die so Geräusche machen und so. Hier so. Reiben dann so ein Mikro. Oh yeah. Und es soll angeblich beruhigend wirken. Also ich weiß ja nicht. Ich habe mir schon ein paar davon reingezogen. Ich lasse es manchmal auf der Arbeit laufen, um das meinen Kollegen zu zeigen und zu fragen, wie die das finden. Und es war effektiv noch kein einziger, der gesagt hat: Oh ja, das ist ja super toll. Das ziehe ich mir rein. Aber trotzdem gibt es irgendwelche ASMR-Typen, die 1 Million Follower haben auf YouTube. Ich verstehe nicht, wie das funktioniert. Die verdienen richtig Geld mit der Scheiße. Vielleicht mache ich einen reinen Games to Sleep to Kanal und verdiene dann mit den Millionen. Und lasse den Rocketbeard Kanal einfach als meinen privaten Kanal, um meine Videos hochzuladen. So, hier ist immer die Frage: Schlägt man rechts rum oder versucht man übers Wasser zu schlagen? Ah, geht mal. Ne, zurück, zurück, zurück. Guck mal hier, ich mach's so. Ja, eigentlich wollte ich mit euch The Hunter spielen in der zweiten Sendung, weil ich das schon so lange nicht mehr gespielt habe und weil ich das extrem beruhigend finde durch die Naturklänge und so. Und man schießt da zwar auch, aber das macht nicht den größten Teil des Spiels aus. Und die meiste Zeit verbringt man damit halt viel rumzulaufen und wild erstmal zu suchen, beziehungsweise auch gern mal abzuwarten, dass Wild kommt. Und das wäre ideal gewesen. Aber ich hatte heute einfach
absolut keine Idee, was ich euch erzählen soll. Und dann dachte ich, spiele ich lieber irgendwas, was ein bisschen abwechslungsreicher ist, so von der Geräuschkulisse. Damit, wenn ich mal nichts sage, es trotzdem nicht so ruhig ist. Ich habe jetzt, wenn ich hier am Spielen bin, noch keine Mucke laufen. Werde aber dann später für euch so ein bisschen entspannte Mucke in den Hintergrund legen. Ich weiß noch nicht was. Irgendwas Unaufgeregtes, so vielleicht ein bisschen so flächige Synthesizer oder so. Irgendwas Entspanntes, wo man so richtig abschalten kann. Aber da habe ich jetzt noch keine Idee. Das mache ich dann, wenn ich das Video schneide. Lege ich dann die Mucke drunter. So, bei mir ist es jetzt genau 23 Uhr. Eigentlich noch viel zu früh, um an einem Samstagabend ins Bett zu gehen. Aber ich bin tatsächlich schon sehr müde. Hatte heute einen ereignisreichen Tag. Ich war im Baumarkt. Unter anderem. Hab ein paar Utensilien gekauft, um zu Hause ein bisschen was zu machen. Danach waren wir auf so einem Kinderbazar. Ich weiß nicht, ihr, die ihr Eltern seid. Hier, Gregor, du hast doch auch eine Tochter, habe ich gesehen auf dem Foto. Dann kennst du bestimmt diese Kinderbazars. Auf denen heißt es Bazars oder Bazare? Wahrscheinlich heißt es Bazare. Auf denen Leute halt ihr gebrauchtes Spielzeug und so verkaufen. Ja, da haben wir ein paar Kleinigkeiten geholt für den Nachwuchs. Jo, da waren wir dann mehr oder weniger den ganzen Tag unterwegs. Heute Abend war ich mit Kochen dran. Samstags koche ich immer, damit meine Freundin sich auch mal auf die Couch pflanzen kann und chillen kann. Es gab, Moment. Ich habe Schweinenackensteaks gebraten, in der Bratpfanne richtig schön heiß, halt angebraten, scharf angebraten und habe die dann im Ofen zu Ende gegart. Und mit im Ofen hatte ich Kürbis aufgeschnitten, den habe ich mit Curry und noch ein paar anderen Gewürzen halt eingepinselt und mit ein bisschen Öl und habe den dann im Ofen gar werden gelassen und habe noch Bratkartoffeln dazu gemacht. Das war ein richtig gutes Fressi-Fressi, muss ich sagen. Das hat mir richtig gut gefallen. Jo, der war nicht schlecht. Ja, und jetzt bin ich irgendwie platt. Bin heute Morgen mit der Kleinen aufgestanden. Hab, quasi die Frühschicht übernommen, damit meine Freundin mal einmal die Woche ausschlafen kann. Und ja, war dann den ganzen Tag unterwegs. Dann abends gekocht, die Küche gemacht und so Sachen. Und ja, was soll ich sagen, ey. Mein Respekt an alle Hausfrauen, die das jeden Tag machen müssen. Das ist echt anstrengend. Und da war ich jetzt so platt, dass ich nicht mal Bock hatte zu zocken. Und das will was heißen, ne? So. Im Moment läuft es gar nicht schlecht. Ich bin hier übrigens dieses Mal im Singleplayer unterwegs. Das ist jetzt kein Online-Platz. Weil ich mal die Kampagne und den Story-Modus weiterspielen wollte. Ich habe nämlich immer noch nicht alle Plätze freigeschaltet. Und da ich ja immer das tägliche Golfturnier mitspiele, also den täglichen Bonusplatz einmal spiele, ist es natürlich von Vorteil, wenn man die Plätze alle erstmal freigeschaltet hat. Ich glaube, mir fehlen noch zwei Plätze oder so. Ansonsten habe ich alle. Was ein bisschen dämlich ist, die täglichen Bonusplätze können auch DLC-Plätze sein, die man erst noch kaufen muss. Das finde ich so ein bisschen schwul.
ich muss mal eben ein bisschen leiser reden. Drüben im Nebenraum ist nämlich gerade die Kleine wach geworden, wenn ich richtig gehört habe. Ah, hier ist auch das neue Loch gerade rum. Rekordbrecher. Meine Bestleistung war minus 6, jetzt habe ich minus 7. Naja. Ist jetzt nicht gerade ein Wahnsinnserfolg. Ein Preis. Gesichtsmaske, wer braucht denn sowas? Geile Alte da unten. Jo, das finde ich an dem Spiel eigentlich auch ganz geil, dass man so rollenspieltypische Attribute halt hat, die man aufleveln kann. Das ist eigentlich ganz nice gemacht. So, ich würde sagen, ich habe wieder vergessen, mir eine Uhr zu stellen. Ich gucke jetzt mal ganz kurz, bei wie vielen Minuten die Aufnahme ist. Und wenn ich die Halbstundenmarke überschritten habe, mache ich hier Feierabend. Und wenn nicht, dann hänge ich noch ein neues Loch dran. Was soll's. Bin gleich wieder da. Jo, da bin ich wieder am Start. Wir sind jetzt knapp bei 22 Minuten, habe ich gesehen. Das ist eigentlich zu kurz, um einzuschlafen. Aber auch zu lang, um jetzt noch eine neue Partie anzufangen. Weil ich wollte die Episoden ungefähr eine halbe Stunde lang halten. Wie bei den Yakuza-Teilen, da habe ich ja gegen Ende auch immer halbstündige Teile gemacht. Weil man mit diesem Programm, das ich hier zum Schneiden der Videos benutze, mit diesem Share Factory, da kann man nur maximal eine Stunde schneiden. Und immer wenn ich eine Stunde Sendung gemacht habe, bin ich in die Bredouille gekommen, dass ich dann irgendwas rausschneiden wollte. Und das will ich bei so einem Format nicht. Da will ich, dass alles drin bleibt. Das ist ein zwangloses Ding. Ich laber hier einfach drauf los. Und ich habe da keinen Bock, irgendwelche Sachen noch anfangen zu schneiden und da irgendwelchen Aufwand zu betreiben. Das ist völliger Blödsinn. Das führt auch am Thema vorbei. Das nimmt dem Ganzen dann so ein bisschen den Charme. Das ist ja hier so eine spontane Aktion. Da muss man dann nicht anfangen, päpstlicher als der Papst zu werden. Jo, Entschuldigung, dass du dich jetzt erschrocken hast. Katze? Du bist über mich drüber gelaufen. Ich habe mich nur bewegt. Ja, die Emma ist ein bisschen schreckhaft. Komm her, Doofi. Was machst du denn? Willst du dich verabschieden? Zu den Zuschauern gute Nacht sagen. Jetzt pustet sie wieder, weil ich nicht das mache, was sie will. Komm, schieb ab. Yo, also, Freunde der Nacht, ich verabscheue mich. Bis zum nächsten Mal. Haut da rein. Peace.